Wir haben jetzt die beiden Teamberater. Hier haben wir den GPS-Backer, der nachher da vorne seine Baustelle wird machen wird. Und wir haben hier das konventionelle Gelände. Die Baustellen sind also exakt identisch. Auch das Niveau rundherum ist eben ähnlich. Wir haben geschaut, dass man ziemlich das gleiche Volumen rausnehmen muss, also nicht, dass ein Team Vorteil hat gegenüber dem anderen. Alors, gardez bien. Es sind sehr viele Striche, die ankommen. Maschinist und Bauführer müssen sich da verstehen, was wo anzeichnen, nachher welcher Strich ist was. Wie nehme ich es raus, dass ich die wichtigen Markierungen möglichst lang habe? Thank you.